Dann kannst du das da drüber bauen. Dann kriege ich ein Problem. Das ist jetzt echt, so minimal höhenversetzt. Das ist nicht gut. Ja, das ist nicht mal das Problem. Das Problem steht hinter dir. Bei der nächsten Reihe. Die wäre dann ja. Er steht halt genau da. Er hätte natürlich jetzt auch 5 Meter weiter hinten stehen können. Es wäre landschaftsmäßig kackegal, aber. Hasse es. Ja, dann bauen wir vielleicht doch 3 Reihen A12. Ja, in dem Fall dann schon wahrscheinlich. Alles klar. Ah, der sitzt nicht ganz richtig. Ja, doch, jetzt sitzt er richtig. Genau. Wow, super Pedro, du kannst Mathe. Ja. 6x6 ist 36. Das habe ich mal gelernt in der Schule irgendwann. Und 2x42? Was? 2x42? Ja. 84. Ja, sehr gut. Ja, aber da hört dann auch meine Kenntnisse langsam auf. Also viel weiter ging es dann auch nicht. Könnte jetzt fies sein. Nein. Doch, könnte ich. Du kannst mich nicht aufhalten. Könntest halt so was ganz Einfaches fragen wie, was ist 2i mal 4i? Aber das wird dir wahrscheinlich nicht sagen. Buchstaben. Sei beruhigt, das musst du auch nicht. Das sind einfach das muss Buchstaben. es Ich verstehe auch ja, nicht, was Buchstaben nicht. In Mathe zu suchen haben. Das ist was mit Zahlen. Da gehören keine Buchstaben hin. Da kommen zwei Welten zusammen, das passt einfach nicht. Die Lösung dafür, für die Aufgabe, die ich hier gerade gestellt habe, wäre übrigens, warte, was hatte ich? 2i mal 4i, ne? Ich glaube. Das wäre tatsächlich minus 8. Bei mir Das wäre hat der was mit komplexen. I rausgekommen. Stimmt, du hättest irgendwie dann 8 I's hingeschrieben, ne? Ja. Ja, es ist eine. Ist irgendwo auch eine richtige Lösung, also. Siehst du? Ganz falsch ist es nicht. Es ist halt vielleicht nicht mathematisch richtig, aber. Das braucht kein Wer Mensch sagt, voraus. dass das eine mathematische Aufgabe war? Ich sag mal so, das, was ich in Mathe gelernt habe in der Schule, ja, und bei mir war es halt echt nur die Hauptschule, das war, ja, ein Großteil davon brauchte ich nie wieder. Ja, Also das, was das ich ist auch aktuell einfach so so. im Beruf brauche, mathe-technisch, ist wirklich plus minus mal geteilt. Und selbst da Das ist ist auch. vieles mit Taschenrechner. Ja, das ist auch in den meisten Berufen das, was du brauchst. Ich war auch schon in Firmen, die darauf bestanden haben, dass man einen Taschenrechner benutzt, weil es halt einfach genauer ist. Also, die haben halt gesagt, gut, wir müssen da zusammenrechnen, benutzt bitte einen Taschenrechner, damit da keine Kopfrechenfehler entstehen. Und ja, also, es wird halt so vorgegeben. Was willst du machen? Ja. Also erstens darfst du einmal jetzt in der Reihe hier das Splitter-System hier einmal bauen.
Und zweitens wurde gefragt, was 78 mal 26 ist. Oder war die Frage jetzt an mich gestellt? Jetzt steht da dein Name drunter. Also wenn die an mich gestellt war, ich habe ein Ergebnis. Ja, hau ein. 2048. Jamila, du darfst gegenrechnen. Ich hoffe jetzt erwarten kann, dass ich das... Das Video schon lange gemacht haben, glaube ich. In der Hoffnung, dass du falsch liegst und es dir unter die Nase reiben kann. Bin unfehlbar. Sagte er und am besten jetzt direkt die Aufgabe falsch gerechnet. 2028, schreibt sie. 20? Ach ja, verdammt, 28. Ja. Hat 20 daneben, das ist nah genug. Mhm. Das ist Ingenieursmathematik. Das reicht. Also der Schule hätte das jetzt nicht gezählt. Ich war nah dran. Hat das bei euch nicht gezählt? Also ich hatte immer Lehrer, die haben das dann gelten lassen. Wurzel aus minus 4 ist 2i. Ja, das ist richtig. Ich wusste gar nicht, dass du mal irgendwann komplexe Zahlen gemacht hast. Du baust hier gerade mit Mergern. Was? Doch, ich hab Splitter... Ah, ich hab den falschen erwischt, verdammt. Aber wann und wo hast du gelernt, mit komplexen Zahlen zu rechnen? Jamila kann alles. Was hast du? Gymnasium? Okay, das ist komisch. Ich hab das erst in der Uni gemacht. Ich muss sagen, nicht, so Wurzeldings und so hatten wir oft Ding, Hauptschule auch. Ja, also, Wurzelrechnen ist das, ja das eine, aber das mit komplexen Zahlen zu rechnen, das ist das andere. Aber das war glaube ich auch so das Höchste, was wir hatten, und das wurde auch nur so gegen Ende mal eine Woche angeschnitten, das Thema. Und danach halt nie wieder. Ja, das ist... Ja, in der Schule wird einem, zumindest habe ich das so gelernt, wird einem immer gesagt, dass du aus Wurzeln, kannst du nicht von negativen Zahlen Wurzeln ziehen. Das kann man schon. Gehört, ja. Das kann man in der Theorie schon, dann brauchst du aber halt diese komplexen Zahlen. Und die brauchst du aber in der Schulzeit eigentlich nicht. Weil du die halt auch im Alltag nicht brauchen wirst. Durfte ich jetzt einmal fürs Studium lernen und dann werde ich die nach dem Studium wahrscheinlich auch nie wieder brauchen. Lehrerin voll zu angeben, ja. Ich kann Mathe. Also sonst hat das auch keinen Sinn. Also keine Angst, ist mal wieder ausnahmsweise was gewesen, was du nicht brauchen wirst, Jamila. Es gibt ja sonst nichts in der Schule, was so ist, ne? Ganze nach da vorne legen, oder? Also ich habe das jetzt mal so weit nachgebaut wie du. Du hast aber noch ein weiteres Band, was nochmal nach hier vorne läuft.
Warte, ich guck sofort, ich baue gerade den einen Mörder hier noch zu Ende. Ja, genau, das ist. Du hast hier noch einen Splitter, der halt zwischen den beiden Splittern aufteilt. Damit halt beide von den Subsystemen halt ordentlich versorgt werden. Kriege ich den da jetzt so platziert, dass der da. Versetzt, das war ja klar. Natürlich. Aber was ich tatsächlich so in der Schulzeit am unnötigsten fand, waren Dichtsanalysen. Davon habe ich, glaube ich, 4000 Stück in meinem Leben gemacht. So grob gezählt, aber ich glaube, ganz weit ist das tatsächlich nicht mehr davon weg gewesen. Das Gedichtsanalysen? Ja. Hört sich spannend an. Das ist grauenhaft. Also ich wir verstehe, hatten, dass man. Du darfst mal ein Gedicht auswendig lernen zur Weihnachtszeit. Ja, das hatte ich auch mal irgendwann, aber das ist. Aber das war, glaube ich, auch mal, Grundschule bei uns. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das irgendwann in der 6. Klasse oder so gemacht und danach nie wieder. Ich weiß nicht, ob das dann das letzte Mal die Aufgabe war. Das kann auch sein, dass ich das dann danach auch irgendwann einfach nicht gemacht hatte. Ich war immer ein sehr vorbildlicher Schüler. Wird überall geschmolzen und dann. Och nö. Hier müsste eigentlich noch eine Reihe Merger dabei, so wie das halt in den anderen beiden Reihen schon dahinter steht. Aber jetzt passt das hier genau nicht, oder was? Ach so, hier. Ja. Erstens machst du nichts. Jetzt machst du was. Aber wir können es hochlegen. Wir können das Band einmal hier. Nee. Ich habe eine andere Idee. Wir setzen hier hinten das Merger-System von dem Beton ein Stück nach hinten. Und dann können wir nämlich das ganze System, also nicht das ganze, sondern nur die erste Reihe, ein bisschen nach hinten versetzen. Das ist jetzt passt ja das nämlich viel auch. Aufwendiger als das, was ich machen wollte. Dann laufen aber nicht Förderbänder durcheinander. Tun sie ja auch nicht. Ich hätte das einfach da oben gelegt. Das werden einfach da oben dann. Ja, aber dann muss ja dann Lüfte da irgendwie reinbringen und die wären dann in den Förderbändern gewesen. Dann baue ich es wieder auf. Ja, aber du musst nur die erste Reihe, ne? Ja, das reicht schon. Und jetzt ist das gerade so schön mit dem Abbaufilter, den man einstellen kann, ne? Es geht so schnell einfach, alles abzubauen. Als ob ich mir das gemerkt hätte, wie der war. Ich baue das nach wie vor, Stück für Stück von Hand. Oh. Ein Fehler. Da, dann kriegt der Rest immer noch Strom. Genau, jetzt müssen wir das hier bauen. Ja.
Also man läuft das Stream noch, ja, ne? Ja. Ah, oh, jetzt sehe ich es wieder, okay. Wunderbar. Kannst du deinen eigenen Stream für den Moment nicht sehen? Ja, ich habe das immer so ein bisschen als Kontrolle nebenbei laufen bei mir noch. Und da war gerade irgendwie so ein schwarzer Bildschirm. Warum auch immer. Ah, okay. Aber jetzt sehe ich es wieder. Das ist wahrscheinlich einfach der Player irgendwie nur einmal abgestürzt oder so, ne? Das kann sein, das kann sein. So, und das Merger-System vorne, die laufen alle nach. Die laufen alle in die Richtung. Wohin? Da. Ah, in die Richtung, ja. Also nach links, sag ich doch. Ja, ich wusste nicht, wie dein Links gerade ist. Da, wo links ist. Von mir aus gesehen. Das weiß man doch. Ja, Entschuldigung, war mein Fehler. Hätte ich wissen müssen. Was war denn bei dir so dein gutes altes Lieblingsfach in der Schule? Meins. Oder hast du Schule einfach im Allgemeinen so sehr verabscheut, dass, oh ja. Dass es das gar nicht erst gab? Oh ja, ich habe Schule gehasst. Schule war. Ja, eigentlich so die Nebenfächer. Also Hauptfächer gar nicht mal so. Mathe ging eigentlich. Also Mathe war okay. Achso, die hast du gehasst. Ja, okay, ich verstehe. Nee, also so Mathe war okay, das ging. Damit bin ich klargekommen. Deutsch ist Katastrophe bei mir, Vollkatastrophe. Rechtschreibung, der ganze Käse, das ist absolut mein Untergang. Da kann ich auch ein Lied von singen. Ja, gut, aber es liegt daran, dass bei mir echt irgendwann dann auch mal so Legasthenie diagnostiziert wurde. Und hat sich dann auch einiges erklärt, warum ich da wirklich keinen Bock drauf habe, weil mir das echt schwer fällt mit Rechtschreibung. Und hat sich mittlerweile auch gebessert, also. Wird besser. Ja. Genau, Nebenfächer, also so Sachen wie Kunst etc. und sowas, das fand ich eigentlich mal ganz cool. Sowas hat Spaß gemacht. Und eigentlich alles, was irgendwie technisch war, habe ich geliebt. Also Technikunterricht und so Sachen fand ich total geil. Alles, wo man irgendwie praktisch halt was machen kann. Ne? Ja, das kann ich irgendwo verstehen. Davon gibt es aber an einem Gymnasium aus Prinzip nur sehr wenig bis gar nichts, also von so praktischen Fächern, weil wir gehen ja sowieso alle studieren. Ja. Und währenddessen wird überall in der Industrie geschrien, ey, wir haben keine Fachkräfte. Mhm. So, ja. Ja, das waren also alles was praktisch war, waren halt so die geilen Fächer für mich, was das anging. Einfach allein schon aus dem Grund, weil die Zeit halt auch voll schnell rumgeht. Ne? Du machst was, du bist da halt voll drinne und zack, die Zeit ist rum. Ich fand auch so Fächer wie Kochen und so Sachen eigentlich ziemlich cool. Also das hatten wir auch, wir hatten halt Hauswirtschaft und sowas. Und Kochen und so war auch ziemlich geil, also hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, das nächste Fach an, was irgendwie da rangekommen wäre, war bei mir Textilunterricht oder so. Das hatten wir auch, ja. Das war auch mit Hauswirtschaft zusammen. Das war dann mal abwechselnd. Einmal nähen, einmal kochen. Ich finde, das sollte auch einfach generell irgendwie mehr unterrichtet werden. Vor allem kochen, finde ich. Dass Leute kochen können. Weil ich kenne so viele Leute, die einfach, bei Nudeln mit Tomatensauce hört es dann auf. Das ist dann so das Höchste der Gefühle, was man doch hinkriegt und ja, das ist halt schon hart. Das stimmt, das ist dann jetzt nicht so gut. Wenn du dann vielleicht noch jemand bist, der sowieso ein Problem hat, bei dem alles relativ schnell ansetzt oder sowas und du dann überhaupt keine Ahnung hast von ausgewogener Ernährung und so Sachen.
Ja, dann ist das eigentlich schon vorprogrammiert, dass du irgendwann auseinander gehst wahrscheinlich. Ja. Weil es wird wahrscheinlich dann zwangsläufig auf fertig Tiefkühlzeug rauslaufen. Pizza und Pommes und ja alles, was halt schnell im Ofen ist. So, jetzt sollte es passen. Generell so. Schule könnte so viel mehr beibringen, als das, was es tut. Oder beziehungsweise nicht nur könnte, sondern auch müsste. Ja. Alleine schon das Thema Steuererklärung. Ja, sowas zum Beispiel. Boah, du glaubst nicht, wie oft ich mir sowas gewünscht habe. Ja. Dass ich irgendwie, so ein Fach nenn's Lebenslehre oder so, oder wie auch immer. Völlig egal. Aber halt irgendwas, was mal praktisch ist fürs Leben und nicht zum 36.000. Mal irgendwelche Gedichtsanalysen. Ich habe das mir so oft gewünscht, das ist nicht mehr zählbar, glaube ich. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, ja. Ja, wie gesagt, es gibt halt echt viele so Sachen wie vor allem ja Steuer etc. und sowas, früher oder später, gut, wenn du jetzt da mal Angestellter bist, dann kann es dir egal sein, mehr oder weniger, außer du machst halt, wenn du halt deine private Steuererklärung machen willst, aber sobald du dich aber irgendwie in den Bereich Richtung Selbstständigkeit gehst oder sowas, ist es halt unumgänglich, dieses Thema, oder es wird sehr teuer, im Endeffekt, wenn du es versuchst zu umgehen. Ja. Und ich kenne halt auch voll viele, also ich habe da auch nicht große Ahnung von, ich weiß so ungefähr so ein bisschen wieder, was in die Richtung geht. Und ich kenne halt ganz viele, die halt von vornherein schon sagen, so bleib mir damit fern, ich habe da gar keine Ahnung von, ich will das nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich da mal irgendwann selbst reindenken möchte oder so. Ja, ich muss mich jetzt auch um Steuerberater bemühen, das ist... Ich freue mich schon. Den wollte ich gerade erwähnen. Ich freue mich schon auf die Rechnung, die dann kommt. Es gibt ja auch mittlerweile so Apps und sowas für das alles, aber da weiß ich auch nie, ob die wirklich halt was taugen. Ja gut, ich brauche einen Steuerberater. Das geht nicht mehr mit App bei mir. Na gut. Machst schon zu viel Geld mit YouTube und Twitch? Das noch nicht, aber... Jetzt wird es dann dadurch, dass das da halt auch jetzt mit drin ist und so, wird es halt komplexer und da kann ich das dann halt nicht mehr so easy über App eben schnell machen. So die private habe ich immer über die App gemacht, das war eigentlich ganz einfach. Kann ja, ich auch nur jedem empfehlen, ne? Also mach das dann mit. Besteht ja Hoffnung. Mit diesen, ich will jetzt keine Namen nennen, werbungstechnisch, ansonsten sollen die Firmen mich bitte dafür bezahlen. macht private Steuererklärung. Ihr kriegt eigentlich immer Geld zurück. Also jeder Angestellte kriegt Geld zurück. Ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist als normaler Angestellter, dass du nochmal drauf zahlen musst. Ich glaube, so verkacken kann man gar nicht steuerlich. So, jetzt läuft's, ne? Ja, nicht also schön, aber läuft. Das hier vorne gucken wir uns nicht an und dann... Ja, ich guck's mir gerade nicht so genau an. Okay, hat er wirklich weggeguckt. Ist ja gut. Haben wir dafür das Alter... Nein, haben wir nicht... auf. Das darf niemand sehen. Niemand. Ich baue da Fundamente drüber. Meine Tarnung ist aufgeflogen. Wo ist er?
kannst mich nicht sehen. Ich bin ungefähr 2 Zentimeter groß. Wie sieht denn das aus, wenn man unter einem Band langläuft? Interessant auf jeden Fall. Er müsste ja rein theoretisch kriechen. Ja, jetzt kannst du gucken. Okay. Ja gut, also du hockst halb im Boden, halb im Band. Ja. Rein theoretisch müsste er kriechen. So niedrig wie das ist. Und selbst dann wird's eng mit Jetpack auf dem Rücken. Das stimmt. Bleibst hängen, so, verendest du. Okay. Ich glaube, hier läuft alles und wenn ich das richtig gesehen habe, läuft unser System sogar so gut. Ah, hier bleibt der Beton hängen, das ist nicht gut. Bam, bam. Ja, sehr gut. Läuft unser System sogar so gut, dass wir weniger Wasser verbrauchen. Ah, ich muss ja die Raffinerie noch überhacken. Das sind, ich glaube, auf 120%, ne? Ja, müsste so sein. Ja. Wir hätten fast mehr Wasser produziert, als wir gebraucht hätten. Ich vergessen habe, die Raffinerie hochzutacken. In der Theorie müsste es so sein, dass wir genau gleich viel Wasser verbrauchen, wie wir produzieren. Ja, damit wir nicht so ein Theater wie bei der Spritfabrik haben. Das ist... Ja, genau. Aber hier ist das einfach... einfach so, dass dann halt... Ja, es war mehr Wasser... Mehr Wasser wird verbraucht. Und um sogar sicher zu gehen, stelle ich hier einfach sogar nochmal 10% mehr ein bei der einen. Das heißt, in der Theorie... bräuchten wir bei den 6 Raffinerien hier 10 Kubikmeter Wasser mehr, als wir eigentlich produzieren. Und dementsprechend dürfte es da nie einen Rückstau geben. Okay. Also nicht wie mit dem Tank, den wir letztes Mal da stehen hatten, wo... bei dem dann immer alles irgendwie blockiert hat. Das war, glaube ich, auch durch Rückstau. Ja, richtig. So, da steht schon überall der Aluschrott, das ist ja auch richtig. Bam, 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 bam. Genau, jetzt haben wir dann hier 3 Bänder mit Aluminiumbarren und die müssen wir weiterverarbeiten zu den Aluprodukten. Und dafür brauchen wir teilweise Kupfer. Jetzt ist die spannende Frage, wie viel wir von jedem machen.